Ja, ich grüße euch. Wir sind heute zusammen mit dem Kameramann in Pferderhusen, Frankreich, an einem Kapodrom. Luftlinie ca. 2 Kilometer von der Schweizer Grenze. Wunderbares Wetter, lange nicht mehr geangelt, richtig Lust, heute Fisch zu fangen. Das Einzige, was wir so ein bisschen haben, was stören könnte, ist ein relativ starker Seitewind. Aber das nehmen wir mal heute mal sportlich und versuche Fische zu fangen. Vom Vorgehen her haben wir uns das heute so ausgedacht. Und zwar habe ich 2 Bahnen. Ich fische einmal mit der weiteren Route auf 64 Meter, bringe dort weniger Futter rein. Und einmal mit der näheren Route auf 34 Meter und dort möchte ich ein bisschen mehr Futter reinbringen. Beide Plätze habe ich schon ausgelotet, abgezogen, sind sauber vom Grund her. Ich habe schon mal 2, 3 Körbe Futter reingebracht und wir starten jetzt und hoffen, dass wir ein paar Fische fangen. Los geht's! Und Biss. Fisch, jawohl. Versuche ich den Fisch so lang wie möglich relativ unterm Grund zu halten. Einfach aus dem Grund, weil er sich dann ruhiger verhält. Und erst kurz vorm Keschern würde ich ihn hochholen. Das ist jetzt nichts wahnsinnig Großes. Aber ich sage jetzt mal, für den ersten Fisch des Tages. Das nimmt dann einen auch ein bisschen bei so einem Videodreh einfach den Druck, wenn man sieht, es funktioniert und die Fische sind aktiv. Dann macht das alles schon mal wesentlich mehr Spaß. So. Jawohl. Und drinnen. Sehr schön. Zwar noch nicht der Zielfisch und noch nicht die gewünschte Größe, aber ich sage es mal für den Start. Schöner Fisch. Und so können wir dann in den Tag starten und uns langsam hocharbeiten. So, wunderbar. Das ging jetzt relativ schnell. Ich sage jetzt mal, wir haben 3 Körbe Futter rausgebracht und ca. 5 Minuten gewartet. Gleich einen Biss gehabt. War noch ein bisschen zaghaft, aber die Fische sind auf jeden Fall da und so kann der Tag weitergehen. Und jetzt arbeiten wir uns hoch. Los geht's. Jetzt haben wir wieder einen leichten Anfasser gehabt, aber schon mal davon gekommen. Aber das beruhigt, wir haben Aktivität am Platz, die Fische sind aktiv, die nehmen das Futter an. Ich muss jetzt einfach noch ein bisschen schauen, noch ein bisschen Gefühl dafür zu kriegen. Soll ich jetzt mehr Futter bringen? Soll ich den Pelletanteil ein bisschen hochfahren? Oder lasse ich es so mit kleinen Futtermengen? Das wird sich jetzt so die nächsten 20, 30 Minuten rauskristallisieren, denke ich mal. Ich hoffe, der Platz bleibt so aktiv. Ansonsten würde man dann auch mal auf die Nahbahn wechseln. Aber wie gesagt, wenn es jetzt schon funktioniert auf der weiten Entfernung, warum soll man da was ändern? Schauen wir, dass man die ein bisschen produktiver kriege, dass die Bisse ein bisschen schneller kommen, ein bisschen aggressiver sind. So, also wir sind stark gestartet, haben dann aber auch sehr schnell nachgelassen. Also ist genau das jetzt, was man beim Videodreh nicht möchte, eingetreten. Beide Plätze sind eingebrochen. Sie bekommen jetzt noch vereinzelt mal einen Schnurschwimmer.
Das war es dann aber auch. Da werde ich jetzt nochmal schauen, dass ich nochmal den Platz vielleicht aktivieren kann. Da werde ich mir jetzt nochmal Gedanken machen, ob ich nochmal mehr Futter bringe und den Platz dann kurz ruhen lasse, dann wieder auf die Nahbahn gehe und dort noch ein bisschen Fisch und dann schaue, ob die wieder draußen aktiver sind und Vertrauen den Platz gefunden habe. Also aktuell bin ich da ein bisschen sprachlos oder ratlos, was das angeht, weil es lief wirklich richtig gut am Anfang und war jetzt schlagartig fertig, aber mache ich mir jetzt mal den Gedanken, dass ich das Problem in den Griff bekomme. So, jetzt haben wir wieder mal einen Biss gehabt und wie gesagt, die letzte 10 Minuten, Viertelstunde ist jetzt so, dass der Platz wieder ein bisschen aktiver wird, dass man sieht, dass Fisch da ist, dass der Fisch frisst und ja auch schon wieder zwei Fische gefangen habe, jetzt hier den nächsten, aber optimal ist es noch nicht. Und wir geben die Hoffnung nicht auf und wie gesagt, wir haben noch ein bisschen Zeit, um noch ein paar Fische zu fangen und um eventuell auch noch vom Gewicht ein bisschen nach oben zu gehen. Jawohl, aber Hammer. Sehr schön. So, auch wieder kein Riese und nicht unbedingt der Zielfisch, aber besser wie als Schneider heimgehen. Und jetzt können wir uns noch steigern. So, jetzt möchte ich euch gerade noch zu dem verwendeten Gerät was sagen. Und zwar fische ich heute unsere Horizon X Pro Commercial 3,30 Meter Feeder mit einem Wurfgewicht von 60 Gramm. Das ist eine sehr weiche Aktion, hat die Rute. Nichtsdestotrotz fürs Schmeißen immer sehr wichtig, fürs Werfen, für das Ziel genau, dass er trotzdem noch ein Rückgrat hat, um zielgenau zu schmeißen. Ein sehr filigrane Blenkammer hier. Und was mir auch besonders gefällt, ist dieser abgeflachte Griff. Das heißt, im Drill dann, wenn der KV mal ein bisschen schwerer ist, kann man immer schön dann praktisch den Unterarm auflegen und die Rute dreht sich dann nicht weg. Das gibt einem aber nochmal ein bisschen Sicherheit beim Drill und macht das Ganze ein bisschen angenehmer. Dann habe ich die Horizon 3000er Rolle von uns drauf. Die reicht für die Entfernung komplett aus mit einer 24er Hauptschnur und mit der Kombination eben fische ich auf die Weitentfernung und das gleiche auch mit der Rute auf die Nahentfernung. Also die 330 ist jetzt dafür auch geeignet und eine schöne Rute, schön zum Schmeißen und macht wirklich Spaß. Also wirklich ein schönes Gerät. So, dann haben wir hier den letzten Fisch des Tages. Jetzt versuchen wir den mindestens noch ordentlich anzulanden. Also es war echt durchwachsen. Wir haben recht gut gestartet. Es hat sich jetzt alles auf der Weidenbahn abgespielt. Wir haben recht gut gestartet. Dann haben wir einen kompletten Einbruch gehabt. Also ich habe dann echt lang probiert und lang gebraucht, wieder Fisch an den Platz zu bekommen. Und haben dann ein paar Fische fangen können. Klar, es war jetzt nicht die Stückzahl, die man sich erhofft hat. Und auch nicht die großen Karpfen dabei. Aber das ist halt Angeln. Probiert habe ich alles. Auf jeden Fall, es war ein wunderschöner Tag. Es hat Spaß gemacht. Ich war draußen an der Natur, an der frischen Luft und kann jetzt den Tag mit einer wunderschönen Schleien beenden. Kann ich sie mal rausholen, euch zeigen. Meine, solche Fische entschädigen dann wieder so einen schwierigen Tag, wo die Fischzahl ein bisschen begrenzt war. Wunderschön. Und sage jetzt mal jetzt keine kleine Schleie, wirklich ein schöner Fisch. Mit diesem Fisch verabschiede ich mich, wünsche euch viel Spaß am Wasser, viele Fische und hoffe, das Video hat euch gefallen. Euer Patrick.